Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir das Wunderland erreicht und sind schon ein, zwei Herzlosen begegnet und ja, Alice hier wird gefangen genommen und wir wissen natürlich, wer der Übeltäter ist. Sprechen wir mit ihr, mit Drake. Wer seid ihr? Ich bin Sora. Ich bin Goofy und das ist Donald. Freut mich, euch kennenzulernen, auch wenn die Umstände angenehmer sein könnten. Tut mir leid, dass ihr mit hineingezogen wurdet. Warum bist du überhaupt angeklagt? Glaub mir, das würde ich auch gerne wissen. Man hat mich von Anfang an für schuldig befunden. Das ist verrückt. Das ist Sparta. Woher kommst du? Seltsam, ich kann mich nicht so recht erinnern. Ich fand diesen geheimnisvollen Kaninchenbau. Als ich hineinsah, bin ich Hals über Kopf hineingefallen. Und dann war ich hier. Du bist also aus einer anderen Welt. Komisch, ein normaler Mensch kann dort nicht in andere Welten reisen. Doch nicht. Verstehe ich auch nicht. Was meint ihr mit andere Welten? Die Angeklagte möge schweigen. Ey, wenn ich doch in diesen Kaninchenbau geguckt hätte. Ich glaube, ich bin einfach zu neugierig. Ich habe die Tigerkatze gefragt, wie ich nach Hause komme. Und sie sagte, ich soll die Königin fragen. Als ich nach ihr suchte, wurde ich verhaftet. Pff. Sie hört mir überhaupt nicht zu. Das ist so unfair. Ich habe nichts Falsches getan. Was soll ich machen? Ich will gerne meinen Kopf behalten. Denn wenn ich meinen Kopf verliere, kann das Essen nicht mehr in meinen Magen gelangen. Was zum Teufel? Das ist deine größte Sorge. Okay, jetzt wiederhole ich dann. So. Ah, schön. Boah, schon wieder ein bisschen mehr. Ich habe einen Force aufgenommen. Die ersten Parts. Und ja. Ich habe ein bisschen so was an meine Einstellungen so geändert. Ich höre jetzt den Sound per Headset, den Ingame-Sound, während hier vor mir das Mikro steht. Das ist jetzt für mich auch ein bisschen neu. Und ja, das sollte dann auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich jetzt nicht den ganzen... Also, dass in den Videos jetzt nicht die ganze Zeit so ein Echo kommt. Und das hat mich schon ein bisschen genervt. Habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt. Aber das muss jetzt nicht mehr befürchtet werden, weil solange der Sound jetzt nicht so laut über meinen Kopf Hörer zu hören ist, dürfte mein Mikro halt nicht aufnehmen. Hi. Na. Wer bist du? Wer wohl? Arme Alice, bald verliert sie ihren Kopf, dabei ist sie völlig unschuldig. Hey, wenn du weißt, wer es getan hat, sag es uns. Die Tigerkatze weiß alles, aber sagt nicht immer alles. Die Antwort der Schuldigen, die Katze, alles liegt im Dunkeln. Ich habe übrigens Alice im Wunderland nie gesehen, muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Warte! Sie haben den Wald verlassen, aber ich sage nicht, durch welchen Ausgang. Es gibt 4 Beweisstücke, es ist ein Kinderspiel, 3 davon zu finden. Das 4. ist schwierig, es wartet eine Belohnung, wenn ihr alle findet. Wer sagt das, Donald? Können wir ihnen vertrauen? Vertrauen oder nicht vertrauen? Ich vertraue darauf, dass ihr euch entscheidet. Okay, machen wir weiter. Hey, na? Die ersten Gegner haben wir ja bekämpft, die anderen haben wir ja gekonnt ignoriert. So, ich mache meinen Sound ein bisschen leiser. Bei mir. Ihr dürft natürlich jetzt keinen Unterschied merken. Na genau. Friss das! Sehr schön. So, ich glaube, das sollte man noch nicht machen. Was willst du? Gib mir Ether. Okay. Die Pflanze fragt mich nach einem Ether. Ich gebe ihr Ether. Ich habe nur einen Ether. Nee, das lohnt sich nicht. Schönen Dank auch. Camper-Set, ja. Achso, das Ding ist weg. Komische Gestalten trifft man hier neuerdings. Oh, Triotech. Kampf? Wo? Wo? Egal. Oder mein hier. Wer weiß, Fußspur halten. Ich habe eine Fußspur gefunden, geil. In der Truhe. Ah, schön. Warum denn auch nicht? So, wenn er jetzt nicht ein Ether dabei ist. Jawohl, geil. Gib mir Potion. Okay. Seems legit. Schönen Dank auch. High Potion. Warte mal. Weiter reden mit dir. Schönen Dank auch. Also.
Halt. Bams. Wunderzimmer. Ja, da können wir, glaube ich, hin. Aber erstmal will ich den ganzen Ort hier erkunden. Das heißt, erkunden. Ich kenne schon alles, Mann. Ah, schön. Ein schönes Projekt, habe ich das Gefühl. Danach noch die ganzen anderen Kingdom Hearts Folgen. Erst recht. Richtig Spaß macht das. Oh Mann. Ich kann mit meinen Zaubern nur angreifen, also wollte ich ja nicht sparsam sein. So, was willst du? Gib mir Ether, habe ich nicht. Doch, warte, habe ich wohl. Gerade bekommen. So. Frisst das, Mann. Schönen Dank auch. Camper-Set. Bams. So, Maximum Lebenspunkte, gut. Donald braucht ihr auch. Der ist richtig gebrechlich. Ist überhaupt schon mal drauf gegangen? Ich glaube nicht, ne? Das liegt nur an meiner guten Führung. Ich glaube, da hinten kommen wir noch nicht ran, ne? Nein. Obwohl, das war sehr knapp. Ne, von da kommen wir nicht hin. Ach, komm schon, du willst mir noch nicht sagen, dass ich da nicht rankomme. Ha, sag ich doch. Ha. Was haben wir hier? Analyse Gubi. Oh. Die werden das mal später wichtig. Da können wir nämlich unser Gummischiff jetzt bauen. Aber das hilft mir wohl noch bis zum Ende ein bisschen auf. Man kann theoretisch eigentlich Gesamtspiel mit den 16, 17 und 18. Man kann eigentlich zu groß zum Essen, ja, beißt du einfach rein. Mit dem uralten Gummijet kann man eigentlich theoretisch bis zum Ende ja durchhalten, aber irgendwann macht man das schon. Irgendwann. Irgendwo. So. Noch mehr weiß. Geruch alten. Oh. Wir haben Geruch in Boxen gefunden. So, hier sind die Gegner, die war. Aua. Na verdammt. Die anderen. Bin ich froh, wenn ich einen Abwehr-Move habe. Den wahrscheinlich einige schon kennen. Oh, Tech 2 gleich. Ach man. Gut ist, dass die Verbündeten, also unsere anderen Partymitglieder, also Donald und Goofy, ja wenigstens noch 30 können. Im zweiten Teil ist das leider nicht mehr so. Was ein bisschen doof ist. Mann. Ich würde gerne mal die Lebenspunkte sehen von diesen Viechern. Geht bis jetzt auch noch nicht. Oh nein, Donald. Ich gerade davon geredet. Bams. Feuer hat er mit angemacht. Die Viecher greifen übrigens mit Feuer an, also soll ich ihn nicht mit Feuer angreifen. Und du kannst mir Items sagen. Geil. So, wir gehen wieder da rein. Mir ist jetzt hier zu gefährlich. Ah! Schön. Wieder die friedliche Goofy-Tanzmusik, weil ich nicht jedes Mal, wenn ich die Musik höre, habe ich das schon mal gesagt. Stell ich mir irgendwie vor, wie Goofy einfach so fröhlich durch die Gegend hüpft. So, dann machen wir hier weiter. Untersuchen. Gib mir Potion, dann schenke ich dir Größe. Natürlich alles irgendwie so, weiß ich nicht, so homoerotisch sprechen. So. Tschö. So. Willst du mich essen? Hm, ich bin da so lecker. Hm, iss mich. Futsch. Boink. Mir wird schwindelig. Wurkwax. Oh, mir wird schlecht. So. Wir haben Futter bei dich. Nom nom nom. Du hast doch freundlich gefragt, dass ich dich essen soll. Also esse ich dich auch. Nom nom. So, jetzt habe ich da und da. Warte mal. Jetzt hätte man darüber gehen können, ne? Wunder.
Oder dann bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ach nee, da oben ist, glaube ich, auch eine Tür, glaube ich. Weiß nicht. Mann! Ich bin da runtergefallen. Ach, hier oben. Machen wir es mal das hier. Wunderzimmer. Alle Wege führen zum Wunderzimmer. Wunderbar. Ach so, ja, hier das, ne? Warte mal. Was hat mir das nochmal gebracht? Was hat es mir nochmal gebracht, hier hinzukommen? Gar nichts, ne? Verdammt. Da wieder zurück. Deswegen bin ich in. Ach, der Baum bleibt umgedreht. Na super. Verdammt. Ich versuche auch so viel wie möglich von dem Spiel hier zu covern. Also ja, jetzt Geheimnis. Ich habe auch schon, weiß ich nicht. Trophäenmäßig habe ich, glaube ich, auch schon alles. Bis auf die Gummijet-Sachen. Weil da muss man, weiß ich nicht. Oh Gott. Ich glaube, jede Route irgendwie perfekt oder so erledigen, irgendwie sowas, irgendwas unnötig Schwieriges oder Nerviges. Wir haben eine Kralle übrigens gefunden. Schaut, schaut, ihr habt es gefunden. Sehr gut. Jetzt können wir Alice retten. Seid euch nicht so sicher. Sie mag ja unschuldig sein, aber was ist mit euch? Was meinst du damit? Ich werde nichts sagen, aber euch etwas geben. Auf der Kälte halten. Magie Eis erlernt. So, meine Frage ist jetzt. Hätte man den nie gefunden, den Zauber, dann hätte man den irgendwann bekommen? Am Ende der Welt oder so? Weil das habe ich mich schon immer gefragt. Weißt du, wenn man diesen Beweis nie gefunden hätte? So, wie viele haben wir überhaupt Beweise? Meine ich, Potion. Beweiskralle, Geruch, Fußspur. Ach, ich habe alle vier. Okay, egal. Dann. Nein. Okay, wir haben noch nicht alles hier begehbar gemacht, merke ich gerade. Mal 110, das ist viel zu viel. Wird aber kein Problem sein, alle Bosse und was weiß ich hier nicht alles zu erledigen, alle optionalen. Weil die sind, nichts ist hier ohne Leveln irgendwie unmöglich. So. Rede mit mir, oder soll ich mit dir reden? Ich weiß nicht mehr. Vor euch sitzt eure König Majestät, die Herzkönigin. Okay. Ey, Mutter, red mit mir. Du sollst schnellst Beweise erbringen, habe ich doch. Kann ich neue Beweise bringen? Ja. Nun denn, der Verteidiger möge vortreten. Mal sehen, welche Beweise ihr gefunden habt. Schön. Es sind zwar eine Menge Beweise, aber das beeindruckt mich noch nicht. Kann bringen meine Beweise vor. Hoff. Alle fünf Beweisstücke zu überprüfen wäre verlorene Zeit. Also dann wähl du eins aus, das du präsentieren willst. Anhand der Beweise werde ich das Urteil sprechen. Objection! Ich meine, was? Nach all unseren Bemühungen? Du widersprichst, dann verlierst auch du deinen Kopf. Wähle nun eine Schachtel. Ja, okay. Weiß ich nicht. Goldene Mitte. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie immer anders ist. Nehmen wir die rechte. Ich bin mir sicher. So, wir werden sehen, wer der Schuldige ist. Was um Himmels Willen war das? Hier ist der Beweis, Alice ist unschuldig. Ruhe, ich bin ja das Gesetz. Laut Artikel 29 ist jeder, der mir widerspricht, schuldig. Das ist verrückt. Ergreift sie. Bei meinem Herzlutscher. So, beschützt den Turmkarten. Okay, danke. Aua. Können wir mal unseren neuen Zauber ausprobieren. Eis. Babs. Und da wird er gefaltet. Ja, versteht der Gefaltete? Hier, Fristat. Mach du halt. Ich wollte nicht keine Sekunde allein lassen. So.
mach einfach alles schnell kaputt. Ups. Wir haben schon alle Räder. Okay. Aha. Lass mich in Ruhe. Muss wohl. Ups. Auch schon kaputt. Geil. Ich hab den gar nicht angegriffen am Ende. Sie ist weg. Jemand hat sie während des Kampfes zerstört. Ihr Trottel! Findet den wahren Schuldigen, egal wie. Dort spiele ich mit euch Poker. Okay. Ja, okay, da war jetzt nicht so schwer, fand ich jetzt. Ich spiele noch auf Profi, oder? Ich bin aber ein bisschen paranoid. Weil ich meine, als ich dann den Final Mix irgendwie zum ersten Mal Profi gespielt habe, habe ich auf die Fresse gekriegt. Wie blöd. Seems legit. Hast du Alice gesehen? Alice, nein. Schatten? Ja. Wo sind sie hingegangen? Hier entlang, da entlang. Ist das auch wichtig? Links, rechts, oben, unten. Alles durcheinander. Dank der Schatten. Tätet einen in dem Wald, der zum einsamen Garten führt. Vielleicht findet ihr Schatten im Kopf. Überzimmer. Mit dir zu reden, ne? Hi, na? Oh, Berserker. Ich weiß nicht mal, was das macht. Bum, bum. Na, guck mal her. Ist mir aber nicht. Gar nicht so was. Gibt gar nicht. Und da gibt Tech-Punkte. Boah. Jawohl. Gut gemacht, Donald. Gut gemacht, Donald. All die Tech-Punkte. Ich glaube, Berserker tut irgendwie im Notfall Angriffskraft erhöhen. Boah, Donald. So, schnell nachgucken. Berserker steigert aus in aussichtslosen Situationen vor allem die physische Angriffskraft sprunghaft. Ja, ich habe gerade einen Punkt, also warum nicht? Ich glaube, Abwehrkraft habe ich bekommen. Ne? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Tut mir leid. Oh, was? Mann. Ah. So, du bist wie eine Potion, ne? Friss das. Und gib mir Größe. Boah. Seems legit. Works. So. Essen wir das. Das Ding jetzt. Das Ding ist jetzt auch nicht sehr viel kleiner. So was zum Essen, ja, genau. Sieht immer noch richtig heftig aus. So, ein Trio-Tag. Hier. Eis. Oh, Jackpot und Maximum AP. Sehr gut. Erstmal Trio-Tag. Boink. Okay. Boink. So. Kann ich nicht mal ansprechen. Potz. 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 Potz Feuer. Potz Eis. Nee, das klingt irgendwie falsch. Gib mir High Potion. Okay. Und schlagen die mich wahrscheinlich, ne? Mit ihren Blüten. Schönen Dank auch. Oh, danke, ein Mega Potion. Ich sollte mal hier irgendwie. Also nicht. Potion rausnehmen. So, du kannst die AP. Doch, du kannst die AP brauchen. Gegner hinterlassen mehr Taler, LP und MP. Wohl natürlich. Jetzt habe ich nur gute Sachen gelernt. Ich mache nur noch Analyse und Reflektor. Das wäre jetzt gut. Herztribunal. Oh. Ach ja, genau. Bonk, bonk. Ah, noch mehr Dalmatiner.
Okay. Ich hätte da nicht irgendwie normaler da durchgehen können, einfach so durchschlängeln. Okay, nein, da sind wir gerade hingegangen. Dann gehen wir, weiß ich nicht. Oh ja, dann gehen wir erstmal zum Ding jetzt hier. Wo wir hin sollen. Hi, na. Hab gut gemacht, Donald. Sehr gut, Donald. Bei diese Viecher nehme ich mir ihre Schwäche angreift, kriegt man immer Tech-Punkte. Und Donald macht zum Glück die ganze Zeit Eisangriffe. Finde ich sehr gut. Teeparty-Garten. Okay. Oh Mann, was sind die so traurig? Herzlichen Glückwunsch zum Nicht-Geburtstag. Nehmt Platz, ihr Leute, und lasst euch reich beschenken. Okay. Oh, Tee, geil. Und Geld und eine riesige Kugel. Boah, habe ich mir gedacht, ein Elixier. Okay, setzen wir uns mal in jeden Stuhl. Ohne Torte. Oh, hi. So, ich will schon abwehren, aber ich kann auch nicht abwehren. Bams. Oh, nur einer. Oh, Donald hat auch Berserker gelernt. Der hat, glaube ich, noch gar keine Ability, ne? Okay. Kann er natürlich gut gebrauchen. Ist er so auf Angriff spezialisiert. Aber setzen wir uns in jeden einzelnen Stuhl ein. Jeden einzelnen. Weiß nicht mehr, was man hier so genau bekommt, aber wird schon lohnenswert sein, ne? Ach, in die ich schon drin war, kann ich sowieso nicht mehr sitzen. Gut. Oh geil, was gibt's denn zu essen? Oh, Geld! Nom nom nom. Könnte ich jetzt so am Anfang noch gut gebrauchen. Nein, schon wieder am Kuchen. Was Geld. Sehr schön. So, wieder zurück und wieder rein. Ich bin überrascht, dass noch nicht eine bestimmte Herzlosenart hier aufgetaucht ist. Gerade wo ich so viel MP hab. Oh geil. Wieder ein Item. So. Die letzten beiden. Was zu essen? Ah, ja. Und der letzte Stuhl. Und dahinter befindet sich ein Beweis. Nein, Quatsch. Sehr schön. Bis nächstes Jahr. Wo sind meine Geschenke? Okay, ich habe gerade... Ich habe gerade so viele Sachen bekommen, ne? Ich will noch mehr. Sie verstecken sich irgendwo, die Momenref ausgraben. Ihr wollt die Schatten finden? Macht das Licht an. Okay. Ich gehe jetzt mal hier oben hin, ne? Oh nein, Donald, ich rette dich, Donald. Okay. Oh, nicht mehr HP oder Abwehrkraft oder was weiß ich. Ma. Ja, aus einem Erfahrungspunkt mach mal drei, ne? Ups. Au. Schnauze. Ma. Ach, Donald. Der ist geplatzt, als er ihn getroffen hat. Was zum... meinen Rücken. Bam, so. Hast du davon? Du auch, ja. Was ist das? So.
Es ist nicht hell genug, ihr braucht mehr Licht. Was jetzt? Ach, das war Donald. Was jetzt? Ein Licht müsst ihr noch anmachen. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Da ist ja noch eine Lampe. Wer hätte das gedacht? Ein Licht, das sind an. Gleich steht, seht ihr, die Schatten sind in diesem Raum, aber nicht hier. Die Schatten schnappen vielleicht auch Herrn Knauf. Okay. Hier ist nichts mehr, ne? Ich glaube nicht. Wo hier noch viel zu erleben ist. Im wunderbaren Land. So. Hui. Nee. Meine ich. Aber wir erkunden noch den Rest hier ein bisschen. So, da ist noch. Da komme ich noch nicht hin. Noch nicht. Blitzragummi. Die Schatzrunde hätten so ruhig ein bisschen besser bestücken können. Ich der Meinung. Immer noch nicht. So, da oben können wir noch hin, aber da kommen wir nicht hin. Dann. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay, wir müssen sowieso irgendwann ja noch mal hin, also okay, ich könnte den Part beenden eigentlich, weil jetzt lohnt es das nicht mehr noch weiter zu machen. Na gut, dann würde ich sagen, das war's in dieser Folge vom Wunderland. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss.